Was für ein abgefahrener Kram hier. Ich fasse es echt nicht mehr. Dann werden wir mal weiter gemütlich hier den ganzen Kram untersuchen und schauen, welche Hinweise es hier noch gibt. Wizards and Wyverns, okay. He held on to some of Brian's things. His Wizards and Wyverns. Yeah, well, I'm sure he found it riveting. Behalten wir natürlich auch mal. Vatertagskarte, auch wie süß. He... God. What? Nothing, just... some of Brian's stuff. Für den besten Dad der Welt. Tada! Na, wie cool. Werden wir uns auch mal einstecken. Oh, ein Foto. Brian was a nice-looking kid. Yeah. Ah, okay. Krass. Einfach nur der Hammer. Ja gut, also ein paar Sachen hat er sich aufbewahrt, um sich nur ein bisschen selbst zu quälen oder was? Ich weiß es nicht. Das ist eh die Frage, warum er hier geblieben ist. Teenager-Zeitschriften. Sehr seltsam. Mhm. Der hat einige Schlafsäcke. Hat er sich eventuell immer bei irgendwelchen Parkbesuchern eingedeckt mit neuem Stuff, ja? Werkbank. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot Krass. Of time on his hands. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. Stimmt. I don't know. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, Vorratskiste, was? Ach, Vorratsliste. Ich habe da die ganze Kiste gelesen. Bim, 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 bim. Aha, dann brauche ich ein bisschen Feuerholz, Winterjacke. Mhm. Gut, stecken wir auch mal ein. Und sie hat ja recht, die gute Delilah. Machen wir mal ein paar Fotos. Wir haben noch 3 Fotos, glaube ich, haben wir über. Zack. Hm. Hier. Zack. So, ein Foto haben wir noch. Aber hier war noch irgendwas. Werkbank, Werkbank, Werkbank. Batteriebank. Was bimmelt hier? Hat hier so ein Windspiel aufgehangen oder was? Ah. Der Elektronikschrott, ja, da kann man immer einiges draus basteln. Immer meine beste Ausrede so als Elektro-Messi. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. Bierdose. Aufräumen. Okay, räumen wir mal auf. Steven Zimmer. Mhm. Also Stevens Zimmer war deutsch und Stevens Room wäre dann wohl englisch gewesen, aber okay. Kein Ding, lassen wir mal zurück. 9 Trauerfälle. Richard Sturgeon, da hatten wir doch schon mal was von. Funkstation, Funkbasisstation. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. Deswegen konnte der immer alles mithören. He had quite the view. Naja. Mein Feuerwachturm, der konnte uns also die ganze Zeit beobachten. He could see my lookout. Naja, ich denke mal, das war ja sein alter Feuerwachturm. Vielleicht hat er da... Ach, hier ist das Windspiel. Vielleicht hat er da ja auch irgendwie so Besitzansprüche angemeldet oder so. Und deswegen hat er uns alle so ein bisschen beobachtet. Weiß man ja nie. Ja, ich glaube, dann können wir hier raus, ne? Ziemlich heftig. Dann hat sich also Brians Vater nach dem Tod seines Sohnes, für den er ja verantwortlich war, hierhin zurückgezogen und ja, hat hier so seine Strafe quasi abgebüßt in seinem Kopf vielleicht. Na, wer weiß. Wer weiß.
So, dann müssen wir mal wieder zurück zu Two Forks, wenn es möglich ist. Oder besser gesagt, wir sollen ja eigentlich Wanderer zur Evakuierung nach Norden zum Wachturm Zorofar. Ist ja eigentlich scheißegal wie. Einfach nur dahin. Havoc Point, mhm. Ja, dann, haben wir denn eigentlich hier Süden? Wir sollen doch aber nach Norden wandern. Schon ein bisschen. Naja. Klar, dann müssen wir erstmal nach Süden, um dann nach rechts abzubiegen. Nach rechts oder links ist eigentlich egal. Zumindest, wenn wir überhaupt noch abbiegen können. So, hier können wir runter, hoffe ich mal. Und dann sehen wir mal zu, dass wir unseren heiligen Hintern hier mal aus der Feuerhölle rausbekommen. Das ist natürlich auch die Frage, wohin hat sich jetzt Brians Vater abgesetzt? Denn ich denke nicht. So, Westen, Nordwesten, Nord, wir müssen in die Richtung. Ich denke nicht, dass der hier jetzt noch irgendwie... Ja doch, der wird sich vielleicht sogar in der Höhle jetzt verbarrikadiert haben. Weil das ja so eigentlich der einzige Punkt ist, an dem man geschützt ist. Bin mir nicht sicher, ob ich hier langkomme. Oh, schon wieder so ein Monarch. Altes Lagerfeuer? Hm. I know I should be relieved. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved ja, ja, that ja, we're ja, not ja, crazy. Genau. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Erstmal wegstecken. Lila, I think it was an accident. Ja, glaube ich auch. I don't think Ned meant to kill him. Nee, glaube ich auch nicht. We don't know what happened for sure. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. And how'd that turn out, Henry? Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. Ja, natürlich, dann gibt man sich auch selber die Schuld, aber... You didn't tell the truth when they asked you. You didn't send him home. No. You just gotta live with it, Delilah. Ja. It won't be that hard. If you say so. Dee? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey! No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Also, ich hoffe mal, die warten okay. auf uns. One second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Ohne uns? Ach komm, rette dich. Yeah, that's a, that's Geh ohne idea. Mich, ich halte dich nur auf. Yeah. It's dangerous here, and if anything were to happen, then that would be on me, so. Yeah, you're right. Yeah, you sure that's okay? Ja, es ist in Ordnung. I said it was. All right, I should go. Meine Herren. Have a safe flight. All right, have a safe hike. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos, ihr Lieben. Das ist schon eine ganz schöne Nummer, die wir hier vorgesetzt bekommen haben. Und ich bin erst hier unten. Komme ich da überhaupt durch? Jo. Oh, Henry hat abgenommen, er kommt hier durch. So, am Ende der Schlucht links, oder? Hm. Hätten wir vorher schon gekonnt, wenn ich oben lang gegangen wäre. Naja, man lernt nicht aus. Und zumindest haben wir so ein bisschen Wasser. Wenn das Feuer näher kommt, dann können wir uns unter Wasser verstecken. Uhu. So, es ist aber echt die Frage. Werden wir noch gerettet? Kommen wir hier überhaupt raus? Treffen wir vielleicht sogar noch auf Brians Vater? Wo bin ich denn da? Also rechts halten, rechts rum. Okay, das sollte ich hinbekommen.
Hoffe ich mal. Was für eine abgedrehte Geschichte hier hinter steckt. Wir wurden die ganze Zeit... Aber haut da nicht hin. Also diese Station, die war ja auch von irgendwem gebaut. Und die haben da ja auch Überwachungsgeräte gehabt. Gut. Und Tracking-Device, die benutzt man auch, um, sagen wir mal, Wolfswanderungen oder so zu kartografieren und zu verfolgen. Aber... ich bin mir nicht sicher. Orofar, Delilahs Turm. Ich bin mir nicht sicher, dass das alles so ist, wie es uns hier vorerzählt wird. Also wie es uns wiedergegeben wird. Ach, hier war doch das alte Klohäuschen, hier war doch die alte Hütte. Sollten wir vielleicht auch nochmal einen Abstecher hinmachen, weiß ich nicht. Können wir hier ruhig machen. Eventuell ergibt sich ja hier auch noch was. Naja. Wohl eher nicht. Der arme Waschbär. Er hat sich mindestens so erschreckt wie wir. Oder ich. Okay, hier gibt's nichts mehr, also wollen wir doch mal schauen, dass wir hier wegkommen. Lampe können wir wieder ausmachen. Hier kommen wir nicht längs, dann müssen wir hier lang. In Richtung Thorofar. Hier drüber. Dann mal die Karte raus. Wir sind auf einem guten Weg. Da drüben ist der Turm von Delilah. Ich fühle mich echt ein bisschen getrieben hier, weil ich quasi die Hitze spüre, die hier von dem Feuer kommt. Na, müssen wir hier rum, ne? Hier waren wir doch schon mal. Hier ist doch diese eine Versorgungskiste oben auf dem Hügelchen. Oh, Sackgasse. Noch mal in die Mappe gucken. Ich bin nicht so klug gelaufen, würde ich sagen. Wir versuchen jetzt mal hier an diesem Kram links vorbeizukommen. Oder auch nicht. Oh. Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Da. Aber da bin ich doch hochgekommen. Bestimmt von der anderen Seite. So, da ist nämlich diese Versorgungskiste, von der ich eben gesprochen habe. Die habe ich eben auch gesehen. Vielleicht kommen wir von da. Ja, wir müssen hier hinten rum, genau. Wir haben doch hier das gekappte... Boah. Wir haben da hier das gekappte Kabel irgendwie untersucht. Da sind wir doch auch hier irgendwie um die Ecke rum. Ein weiter Sprung nach unten. Juppie! Bam! Gut, weiter. Ich frage mich, ist das... Kommen wir jetzt so langsam zum Ende des Spiels und ist das die Aufdeckung der Geschichte? Sicher bin ich mir nicht. So. Hier nur ein bisschen irgendwie. Nur wo längs. Wir werden hier nicht über diesen Berg springen können. Und so werden wir hier wieder runter. Okay. Ich glaube, das war auch damals unser Weg, den wir hier gelaufen sind, ne? Auf der einen Seite rauf, auf der anderen runter. Und außerdem hat das Spiel ja dann immer schnell auf einen anderen Tag geschaltet. Damit wir keine Wege gehen können, die wir noch nicht sollen. Wow, runter hier.
erstmal eben nach dem Weg. Mal so gucken hier. Thorofor rechts rum. Thorofor. Bazaar-Region. Supply Drug. Ja, genau. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir links. Wie krass. Wir sind abgehauen vor der Demenz unserer Frau und unserer Unfähigkeit. Und kommen dann in eine Geschichte, bei der wir fast für das Verschwinden von zwei Mädchen verantwortlich gemacht werden, weil Delilah es nicht gemeldet hat. Dann hier blinkt doch andauernd was auf, ich seh's doch. Verarsch mich doch nicht. Da, okay. Dann entdecken wir plötzlich irgendwelche Mitteilungen und eine seltsame Station. Hey, I'm at the evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Delilah? Ja, die wird ja wohl nicht mehr da sein, ne? Wow. Drüben angekommen, stehen wir vor einem wunderschönen Stein mit dem Symbol unseres Games. So, dann machen wir nochmal. Nochmal einen hochhalten, orientieren, Kompass wegstecken. Wir haben gar keine Karte mehr. Sehr seltsam. Gut. Das Häuschen von der Delilah, das ist hier unten. Have a good time. Schöne Blume auf dem Klo. Der Generator ist aus. Das ist sehr vernünftig. Dürfte eigentlich keiner mehr da sein. Okay, die hat auch so einen Wassercontainer wie wir. Wie immer muss ich mich erstmal draußen umgucken. Ich bin wirklich etwas sprachlos. Von dieser wunderschönen Aussicht ist nichts mehr geblieben. Von diesem Wald wird wohl bei dem Brand auch nicht mehr viel bleiben. Custer? General Custer? Das ist aber recht hübsch eingerichtet hier bei ihr. Ein paar Döffelchen. Feuerholz. Anstatt Sand im Feuereimer hat sie Feuerholz im Eimer. Naja, gut. Und auch so ein Brandschutzgerät. Experience Wild. Kimmel, bla bla bla. Chronicles or Grindel. Ja, keine Ahnung. Kreuzworträtsel. Ja, sie hatte wohl ab und an mal Langeweile. Forest Brains can dig it. Tischfunkgerät. Kopfhörer. Hello, is anybody there? Henry. Hi. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red? Colorado plates? Yeah. It's a piece of shit. Yeah. Well, yeah. I think there might be a raccoon living in it. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. Yeah, good. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yeah, yes. And we prevented one fire? B.
basically started another. Okay, so that's a wash. I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tja, sehr verständlich. Why don't you choose for me, and I'll choose for you. All right, sure. Maybe... Komm mit mir nach Boulder, zieh nach Santa Fe. Du wärst ein guter Seelenkleber. Well, you'd make a great shrink. Are you kidding me? You spent 10 weeks with me, and God knows how much therapy it's gonna take to undo this experience. Well, you're a good conversationalist, I guess. Thanks. I try. I mean, you definitely still have some stuff to learn at shrink school, like a lot of stuff. Noted. So, what about me then? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I, yeah. You gotta go see her. Denke ich auch. Henry, I... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. Genau. You're right. I mean, I think you're right. Good. When I get back, maybe I could, We shouldn't focus on this summer. Next year we'll roll around, and then the year after that, and then it's just a... Pause im Flur der Zeit. My aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah? Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter. Ah. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. No. Henry, you keep it for yourself, okay? Bye, Hank. Bye, Hank. Pork Pond. Schweinesohl. Zeichnung von Delilah, die stecken wir uns natürlich ein. Logo. Wenn wir da schon mal so cool drauf abgebildet sind. Dann scheint es hier aber auch nichts mehr zu geben. Wow. Was für ein interessantes Abenteuer. Verdammte Hacke. Okay, meine Vermutung war auch falsch, dass Delilah eventuell ein Problem mit der Beine hätte. Aber ist ja auch okay. Aber schon so dieser Hinweis, ich sitze fast immer. Warum kommt die denn hier nicht mal raus aus der guten Hütte, ne? So, wollen wir doch mal zum Hubschrappschrapp gehen. Und schauen, was hier so... Wo ist er? Ah, da ist er. Was hier so geschieht. Ob wir wirklich hier rauskommen oder ob der jetzt ohne uns abfliegt. Ich weiß nicht. Zutrauen würde ich dem Spiel jetzt noch so einiges. Ich glaube auch noch nicht, dass das Ende ist. Nach Hause. Was soll ich jetzt noch sagen, außer wow? Ich lasse auf jeden Fall das Outro ganz gemütlich zu Ende laufen. Ich freue mich, dass es so ein Spiel gibt und ich freue mich, dass ich es... wieder spielen durfte, wenn auch leider jetzt viel zu kurz. Die Geschichte, oder sollte ich besser sagen, die Geschichten dahinter sind ja wohl der absolute Hammer. Es ist gar nicht so spooky oder so weit hergeholt, wie ich zwischendurch immer wieder vermutet habe. Und dennoch eine
unglaublich bewegende Geschichte. Oder Geschichten. Schade. Schade, dass wir Delilah nie wirklich angetroffen haben. Das wäre interessant geworden. Und krass, was so passieren kann, wenn man sein altes Leben einfach mal so ein bisschen vor die Tür lassen möchte. Nun gut, wie gesagt, was soll ich noch weiter sagen, außer wow? Wenn ihr noch irgendwelche Sachen, ja, anzumerken habt, ich denke da besonders an unseren Robert, dann immer raus damit, ab in die Kommentare. Ich bin jetzt erstmal richtig durch. Ich muss das alles noch ein bisschen sacken lassen. Der arme tote Junge, der verrückte Vater, der sich dann da, ja, eingebuddelt hat. Und uns verarscht hat, aber so richtig. Oh, guck mal, da ist er, der Dino. Der Dino frisst den Feuerwachturm. Tja. Mir bleibt wirklich nichts weiteres als zu sagen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war wunderschön. Es war echt der Hammer. Und wie immer, ihr habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Euer John die Fool. Tschüss.